Ich mache heute die drei Seenwanderung. Los ging es am steirischen Bodensee, über den Hüttensee und jetzt bin ich am Obersee angekommen. Natur pur, wie man sieht, immer wieder laufen Bienen, Schmetterlinge vor die Kamera. Es ist so. Es ist wunderschön. Ich habe auch hier ein Plätzchen gefunden, um Yoga zu praktizieren. Mein Körper schreit nach Dehnung. Das merke ich jetzt am dritten Wandertag. Ich hoffe, ihr macht's mit. Sucht euch auch einen schönen Platz. Ich hoffe, ohne Insekten. Rollt die Matte aus und dann kann's losgehen. Viel Spaß. Komm in den aufrechten Stand zum Anfang deiner Matte und leg deine Hände auf den Schultern ab. Beginn dann abwechselnd zur rechten und zur linken Seite zu kreisen. Zieh einmal mit deinem rechten Ellbogen einen großen Kreis und einmal mit deinem linken Ellbogen einen großen Kreis, sodass wirklich viel in Bewegung kommt. Die Wirbelsäule wird gebeugt, gedreht, die Muskulatur wird gedehnt, es wird Raum geschaffen. Und diesen Raum fülle auch mit tiefen Atemzügen. Beginn tiefer durchzuatmen. Dass der Körper auch gleich mit mehr Sauerstoff, mit mehr Energie versorgt wird, während du in die Bewegung gehst. Ein letztes Mal zu jeder Seite. Die Hände vor dem Herz. Jetzt komm in die tiefe Vorwärtsbeuge. In der Vorwärtsbeuge achte auf eine angenehme Beindehnung und achte darauf, dass kein Druck in der Wirbelsäule entsteht. Richte den Rücken gerade aus und beginne jetzt mit den Fersen abwechselnd hoch und tief zu ziehen. Wenn du möchtest, kannst du dabei gerne die Hände auf die Fingerspitzen bringen, damit du ein bisschen höher bist. Und abwechselnd schieb deine rechte Ferse weit von der Matte weg und deine linke Ferse. Komm dann rechts zurück in den Reiter. Und schieb deine rechte Ferse vor und rück, sodass du einmal deine Wadenmuskulatur aufdehnst und einmal deine Fußsohle aufdehnst. Und wechsle ein paar Mal, sodass du die Dehnung gut spürst. Richte dich wieder neutral aus. Steige zurück ins Brett. Vom Brett komm kraftvoll tief in die Bauchlage. Von der Bauchlage rolle dich in die Cobra hoch. Und dann rolle dich so weit ab, bis deine Nasenspitze über der Matte schwebt und mit der Einatmung beginn dich wieder hochzurollen. Mit der Ausatmung roll dich ab in die Schwebeposition, mit der Einatmung hoch. Wechsle im Atemrhythmus, achte auf eine gute Anspannung im Gesäß. Gesäßmuskeln schützen die Lendenwirbelsäule. Atme tief durch. Und wenn du möchtest, dann nutze auch gerne deine Arme, um in die große Kobra hochzukommen. Achte aber unbedingt darauf, wie sich das Ganze in der Wirbelsäule anfühlt und atme noch einmal tief durch. Und dann wechsle in den herabschauenden Hund. Geh noch hier mit den Fersen zu arbeiten. Zieh deine rechte Ferse hoch und tief und die linke Ferse hoch und tief. Dein rechtes Bein hoch, dreibeiniger Hund und steige rechts nach vorne in den Reiter. In die tiefe Vorwärtsbeuge und wieder langsam hoch in den aufrechten Stand, Hände vors Herz.
Und nochmals in die tiefe Vorwärtsbeuge. Achte auf eine angenehme Beindehnung, darauf, dass kein unangenehmer Druck in der Wirbelsäule da ist. Und schieb dann abwechselnd einmal deine Zehen und Zehenballen von der Matte hoch, sodass nur noch die Fersen auf der Matte bleiben. Einmal zur rechten Seite, einmal zur linken Seite. Beine natürlich gerne ein bisschen beugen, locker halten oder wieder auf die Fingerspitzen kommen. Wieder beide Fußsohlen auf die Matte, steige links zurück in den Reiter und jetzt schieb deine Ferse, deine linke Ferse abwechselnd zurück und nach vorne. Dehne aktiv, ganz bewusst deine Wadenmuskulatur und deine Fußsohle auf. Steige zurück ins Brett. Vom Brett komm mit gestrecktem Oberkörper tief in die Bauchlage. Und in der Bauchlage bring deine Arme so weit nach vorne, dass die Ellbogen jetzt unter deinen Schultern sind. Komm hoch so in die Sphinx. Aktiviere wieder deine Gesäßmuskeln. Blicke nach vorne, atme tief ein. Mit der Ausatmung zieh dein Kinn jetzt Richtung Brustbein und schieb den Bauchnabel dabei weg von der Matte. Einatmend geht der Blick wieder nach vorne. Die Wirbelsäule kommt in die volle Rückbeuge. Und ausatmend schieb dein Kinn Richtung Brustbein und folge wieder der Atmung. Einatmend, dehne die ganze Bauchdecke und ausatmend dehne deinen Nacken und die Brustwirbelsäule. Und dann halte in der Sphinx. Bring deine Handflächen, so eine Handbreite nach außen und dann strecke deine Arme. Sie ist gut anspannen. Blicke einmal über deine rechte Schulter zur Seite oder nach hinten und wieder nach vorne und zur linken Seite. Vor und rechts und vor. Und links. Bring dann deine Hände wieder zurück auf die Matte. Schiebe dich zurück in den herabschauenden Hund. Dehne deine Beinrückseiten gut auf. Und dein linkes Bein hoch für den dreibeinigen Hund. Steige links nach vorne in den Reiter. Aus in die tiefe Vorbeuge und komm einatmend wieder hoch in den aufrechten Stand. Bring dein Gewicht jetzt auf dein linkes Bein und komm mit deinem rechten Bein hoch in die Standwaage. Bau Länge auf zwischen Scheitel und Fußsohle. Mach die Arme stark und weit, sodass du mit Kraft und kontrolliert zurücksteigen kannst in den ersten Krieger. Im ersten Krieger achte auch gleich wieder auf die Kraft in den Beinen für mehr Stabilität. Fächere dann die Finger ineinander, spann das Gesäß gut an, leg den Kopf in die Hände, atme tief ein und mit der Ausatmung, beginn vorsichtig den Kopf nach vorne zu ziehen, den Nacken zu dehnen, lang und vollständig aus und einatmend öffne dich wieder. Nochmal ausatmend, zieh den Kopf vorsichtig nach vorne, dehne Nacken, Brustwirbelsäule und einatmend öffne wieder. Noch ein letztes Mal. Wieder zurück in den ersten Krieger. Und dann tief und steige gleich links zurück in den dreibeinigen Hund.
Steige links nach vorne in die Taube. Leg das linke Bein vor dir ab. Zieh mit dem rechten Fuß das rechte Bein in die Länge nach hinten. Und richte dich gut aus. Wenn du möchtest, kannst du mit den Händen zwei Fäuste machen und den Kopf auf den Fäusten ablegen, sodass du den Nacken entspannen kannst. Und wieder atme tief durch. Nimm die Dehnung wahr. Nimm den Atem wahr. Du merkst, dass die Dehnung nicht mehr passt. Dann verändere die Position. Tief durch. Bring die Hände langsam wieder unter die Schultern, richte den Oberkörper wieder auf. Steige links zurück in den herabschauenden Hund, steige rechts in den Reiter, ausatmend in die tiefe Vorbeuge, einatmend, komm wieder hoch und verlagere dein Gewicht jetzt auf dein rechtes Bein. Wenn du soweit bist, komm mit deinem linken Bein hoch in die Standwaage. Bau Länge auf zwischen Scheitel und deiner linken Fußsohle. Mach die Arme stark und weit. Konzentriert. Komm zurück in den ersten Krieger. Bring Kraft in die Beine für mehr Stabilität. Gesäß gut anspannen. Und dann fächere deine Finger ineinander und lege deinen Kopf in deine Hände. Atme tief durch und ausatmend, zieh den Kopf vorsichtig nach vorne, das Kinn geht tief und einatmend öffne dich wieder. Versuch die ganze Bauchdecke zu weiten. Ausatmend vor und einöffnen, noch ein letztes Mal. Vorsichtig nach vorne ausatmen, einatmend wieder öffnen und hoch in den ersten Krieger. Weiter tief in den Reiter, steige rechts zurück in den dreibeinigen Hund. Streck dich lang und bring dein rechtes Bein nach vorne auf die Matte für die Taube und zieh mit dem linken Fuß das linke Knie nach hinten, damit Länge entsteht im Bein und somit auch im unteren Rücken. Wenn du soweit bist, leg den Kopf wieder nach vorne ab und richte ihn einfach so in der Länge deiner Wirbelsäule aus und achte auf die Dehnung. Wenn sich irgendwas nicht mehr richtig anfühlt, dann wechsle gern die Position und das rechte Bein, den rechten Fuß weiter nach vorne für mehr Dehnung und zieh den rechten Fuß näher zu dir heran, wenn du merkst, dass die Dehnung unangenehm wird. Achte auf die Signale deines Körpers und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Spann die Schultern, den Unterkiefer. Atme tief durch.
langsam die Hände wieder unter deine Schultern. Richte die Wirbelsäule auf. Komm in den herabschauenden Hund. Streck dich noch einmal gut durch. Dann weiter in den aufrechten Sitz. Im aufrechten Sitz achte jetzt auf Stabilität im unteren Rücken, dass du wirklich gerade sitzt. Nimm deine Arme nach vorne und zieh deinen rechten Arm über deinen linken Arm, sodass die Ellbogen übereinander sind, und dann bring deine Handrücken oder die Handflächen zueinander. Während du ausatmest, lass die Schultern noch einmal sinken und erst dann nimm deine Arme nach vorne hoch, sodass die Schultern tief sinken und deine Fingerspitzen hochwandern. Atme tief durch, in die Dehnung ein. Und dann drehe zur rechten Seite und verbeuge dich über dein rechtes Bein. Tief durchatmen. Zieh dich wieder hoch in die gerade Position. Drehe zur linken Seite, verbeuge dich über dein linkes Bein, atme tief durch. Und komm wieder in die Mitte und löse deine Arme. Lockere deine Schultern ein wenig auf. Nimm deine Arme wieder nach vorne, streck sie aus. Zieh deinen linken Arm jetzt über deinen rechten Arm. Die Handrücken oder Handflächen zueinander. Lass die Schultern sinken und erst dann zieh deine Arme nach vorne hoch. Atme tief durch, drehe zur rechten Seite, verbeuge dich über dein rechtes Bein. Komm wieder hoch in die Mitte. Gerade Rücken, drehe zur linken Seite, verbeuge dich über dein linkes Bein. Atme tief durch. Komm wieder hoch in die Mitte und dann löse die Dehnung. Komm jetzt weiter in den Grätschensitz. Und wenn du im Grätschensitz nicht aufrecht sitzen kannst, dann leg dir jetzt unbedingt eine Decke oder ein Handtuch unter deine Sitzbeinknochen, dass das Becken ein bisschen höher ist. Das erleichtert das Sitzen in der Grätsche. Und dann beginn einfach mit dem Oberkörper zu kreisen. So groß, wie es jetzt für dich möglich ist. Ganz egal, was möglich ist, beginn dich ganz klein zu bewegen oder groß zu bewegen. Erkunde deine Beweglichkeit. Dreh dich zur rechten Seite und komm über dein rechtes Bein in die Vorwärtsbeuge. Und erkunde auch hier deine Grenze. Vielleicht ist auch nur ein leichter Impuls nach vorne möglich. Dann beginne ein paar Mal zu nicken. Vielleicht ist es angenehm, nach vorne tief zu gehen. Dann geh tief, ohne irgendetwas erzwingen zu wollen. Gut, durchatmen. Dann zieh dich wieder hoch in die Mitte. Drehe zur linken Seite und komme über dein linkes Bein in die Vorwärtsbeuge, soweit es eben für dich möglich ist. Akzeptiere deine Beweglichkeit, deine Dehnung. Und halte den Atem tief. Löse langsam die Vorbeuge, komm wieder in die Mitte, zentriere die Wirbelsäule und komm in der Mitte in die Vorbeuge. Wenn das nicht möglich ist, dann halte im aufrechten Sitz, beginn zu nicken. Hör einfach auf deinen Körper. Erzwinge nichts und
Versuch jeden Leistungsgedanken loszulassen. Atme tief durch. Und löse auch diese Vorwärtsbeuge. Und komme entspannt in die Rückenlage, komme in deine Shavasana. Lass dich fallen und spüre deiner Yoga-Praxis nach.